liebe Freunde, heute beschissenes Wetter. Gemeldet ist, dass wenn wir fertig sind mit Laufen, wieder die Sonne scheint. Irgendjemand meint es heute überhaupt nicht gut mit uns. Ich darf euch heute trotzdem in der Regierungshauptstadt Mittelfrankens in Ansbach zu unserer Demonstration begrüßen. Ich habe jetzt noch die Auflage in der Stadt Ansbach. Es besteht, ich habe mich dazu gerade schon geäußert, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während der gesamten Versammlung. Es ist zwar meiner Meinung nach die gesetzliche Grundlage entfallen, aber der Polizei liegt ein Schreiben des bayerischen Innenministeriums vor, dass bestehende Versammlungsbescheide auch weiterhin Gültigkeit haben. Wie gesagt, tragt bitte diese Mund-Nasen-Bedeckung heute auch als Schutz vor diesem Wetter. Man muss das immer positiv sehen, so neidisch wie dieses Thema ist. Aber gebt bitte auch der Polizei keinen Grund, in diese Versammlung einzuschreiten. Es sind wieder nicht gestattet, Hunde, gefüllte Getränkedosen und Glasflaschen, so wie wir haben, auf einem gewissen Bereich der Strecke ein Trommelverbot und Trillerpfeifenverbot. Wenn wir an diesem Teil der Strecke sind, werden wir darauf hinweisen, das sind ca. 20 Minuten, aber auf dem restlichen Zug darf getrommelt, gepfiffen werden und Musik gespielt werden. Druckluftfanfaren sind wieder verboten. Jetzt schneit es auch noch im März. Ich weiß nicht, was da los ist. Dann kommen wir halt als Schneemänner wieder zurück. Leider heute sehr beschissenes Wetter. Wir stehen auch heute wieder hier auf der Straße, da angeblich uns ja propagiert wurde, dass morgen ein Freedom Day ist und alle tiefgreifenden Maßnahmen fallen werden. Wie nicht anders zu erwarten war, hat der bayerische Ministerpräsident König Söder natürlich diese Maßnahmen bis 2. April verlängert. Das wussten wir alle und es ist auch so gekommen. Lasst uns weiterhin auf die Straße gehen, auch für andere Sachen. Wenn jemand schon mal an einer Tankstelle vorbeigekommen ist, der erlebt sein blaues Wunder. Das wird begründet mit dem Krieg zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation. Das ist aber alles ein Schwachsinn. Oder im Supermarkt, dass es kein Öl mehr gibt und kein Mehl mehr gibt. Das ist meiner Meinung nach gewollt, wie damals mit dem Toilettenpapier vor 2 Jahren. Aber jetzt möchte ich auch euch nicht länger aufhalten. Wir laufen jetzt los. Ich wünsche uns trotz dieses Wetters eine schöne Veranstaltung und tragt bitte diese Mund-Nasen-Bedeckung bis zum Ende der Versammlung. Dankeschön.